Hey Jeezy, du, danke nochmal für die Sprachnachrichten, gell? Ich habe mir echt den Arsch abgelacht. Also das kommt hundertprozentig ins Intro, aber ganz sicher. Schönes Topic. Ah, Nahrungskill. Nie verkehrt. Ja, die Lobbys. Ich glaube, sie sind in Ordnung. Schwitzer, voll cool. Aber, Alter. Ah, oh, Fiabi! Alter, was für ein Idiot! Na. Herunterkommen, chillen. Das ist das, was ich manchmal brauche. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Logisch, jeder kennt das. Es gibt Tage, da hast du die absolute Pro-Elite-Lobbys und du hast mit deinen kleinen Taschenmesser-Tricks überhaupt keine Chance. Und dann gibt es die Lobbys, die total verschwitzt sind und du fallst von einem Loch Flash in den nächsten. Aber genau das macht BO4 aus. Wir sind noch Oldschool-Zock unterwegs, die reinrushen. Alles, was nur geht, trotz matschiger Texturen, alles, was geht, aus dem Spiel noch herausholen. Und genau da sind wir jetzt bei der Hassliebe, die Spezialisten. Und ganz ehrlich, diese Spezialisten-Abschussmedaille würde ich mir auf 3D wahnsinnig gern aufs Scheiß ausstellen. Hand aufs Herz. So ein Ninja-Kill oder ein Reaper völlig aus dem Sensen-Modus zu katapultieren. Ist wirklich und wahrhaftig. Richtig geiles Gefühl. Das Movement in Verbindung mit der Time to Kill. Lost so geile Gunfights zu. Es gibt nur eins, was mich richtig abfuckt in dem Spiel momentan. Und das sind diese Mitternachtslobbys. Was einfach nur noch buggt und Lags hat. Das lag eher am Aim und fehlenden Reaktionsvermögen. Ich gönne ich mir das Thumbnail. Es wird wahrscheinlich nichts Besseres kommen. Oida, der hat mich jetzt zerlegt. Das gibt's doch gar nicht, ja. Und ich stecke in der Mauer fest. Alter, elendig Verrückte. Oh, durchschnaufen. Fokus. D
du schon wieder? Nope. Kuckuck. Ja, komm mit. Zweck mit dir. Tja, aber sowas von am Boden. Das Schlimmste ist ja nicht, dass ich in der verdammten Zero Buck. Das Schlimmste ist, dass ich nicht an den Lolli ran kann. Wow, das macht einen auf Sniper. Komm her. Ja, definitiv. Durch und durch ein Sniper. Wenn einer so derartig am Lauf lutscht, ist es meistens ein Pro-Gamer der Fortnite-Generation. Die Billig-Server sind echt zum Davonlaufen. Es wirklich möglich sein, dass diese billigen Activation-Server hier im Moralgebirge sind? Das kann nur ein Handlanger von Activation sein. Treyarch and the entire Call of Duty Black Ops 4 Team, it's great to be here with you. Thank you all so much for joining us. Knöpfe ich mir vor. Manchmal muss man Feuer mit einem noch größeren Feuer bekämpfen. Der Kundenservice ist für die Toilette. Also, so ganz alleine werde ich nicht viel ausrichten gegen euch. Ich bräuchte so eine taktische Tryharder Spezialeinheit. Und da wüsste ich schon, bei wem ich mich melde. Ich schicke ihm gerade mal ein paar Aufnahmen der letzten Spiele. Mal schauen, ob das schon als Beweismittel reicht. Ach, was ist da los? Leckt ja auch noch dezent. Ja, Mädels. Alter. Oh. Was hab ich denn da gekriegt? Keine Ahnung. Irgendwie so. Ah, schau dir das an. Doch, drauf, nicht. Nichts geht. Nichts geht. Oh ja, das war die Runde mit Salomon. Aber den stelle ich euch in einem separaten Video vor. Ah, okay, das geht. Ja, mich trifft er immer, egal was kommt. Schau, da geht nix. Da geht nichts. Du kannst mir da nicht erzählen, dass du was. Das sollte doch für ein bisschen Aufmerksamkeit reichen. Hey, Colonel, das ging aber schnell. Ja, sie müssen eigentlich nur auf meiner Party den Haken setzen zum Verifizieren. Dann würde ich sie besser verstehen.
solltest du mich eigentlich gut verstehen. Also Soldat, als allererstes versuchen wir den Server manuell herunterzufahren. Dazu musst du nach dem wichtigsten Knopf auf der Konsole suchen. Drück ihn. Ich schau mal, was passiert. Wie cool ist denn der? Aber diese Leute haben schon aufgrund Trabant die Festung gesichert. Die wissen, was sie tun. Superheldenlandung verpatzt. Ah, komm, nochmal. Alter, so machst du das Ganze nicht weniger. Peinlich. Sicher den Kontrollraum. Wir übernehmen den Plan. Das war's für dich. Glaub mir, diese Invisible Chemo, die bringt's gar nicht. Die hast du umsonst gekauft. Wie so vieles. Warum verlassen die Wachen ihren Posten? Achtung, der Gegner setzt einen Strike ein. Alles okay. Ich kümmere mich darum. Hohoho. Autsch. Oh, diese Streaks nerven. Und vor allem, sie sind ja nur wirklich noch effektiv. Aber das, was Zero kann, das kann ich doch schon längst. Und dann hinterlasse ich noch eine schöne Nachricht. Für unsere Freunde bei Activision. Aber zuerst mal heißt es, das Geschütz zu hacken. Ich verstehe die Firma einfach nicht. Warum verbrauchen die so viel Ressourcen für ein Battle Royale, währenddessen sie hier uns ja... Wow! Ah, du Ratte! Nein! Nein! Ah. Schauen wir beide blöd. Apropos blöd. Wie langsam habe ich mich echt verliebt in den Typen. Oh shit. Tja. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, immerhin, er ist Arzt.
Meine Mami wäre stolz. Bereit zur Strahlung. Strahlung? Das war jetzt sexistisch. Oh shit! Wir sind immer noch auf den Billigservern. Aber die sollte ich eigentlich von hier aus können abstellen. Okay, jetzt wohl nicht mehr. Abgeschossen. Cheesy, komm, erledige den Dummbeutel. Das Ziel wurde ausgeschaltet. Komm, wir versuchen mal das Spiel neu zu starten. Ich lieg's dir auf den großen Bildschirm. Dieses Genre darf nicht untergehen. Der Server schon. Mal schauen, vielleicht bewirkt sie was. Also, Triarch ist nur ein Entwickler. Also nur der Handlanger von Activision. Einer von den Handlangern. Nur wir feiern ihn. Und dann kommen noch diese beiden Firmen. Und die haben dieses Spiel bereits gerockt. Diese zwei Firmen könnten jetzt während der Pandemiezeit für uns Content bringen. Ausgeschaltet. Das wäre die Rettung. Vor allem auch die Rettung dieser Run-and-Gun-Spiele. Oh, und by the way, es packt nicht mehr. Na okay, zu viel gefreut. Wäre ja ein Wunder gewesen. Bei Activision. Aber Jungs, rettet eure Ehre. Gebt uns Content. Gebt uns Stoff zum Spielen. Wir wollen uns nur am Bildschirm messen. High-End-Grafik? Drauf geschissen. Ich will ein gutes Spiel. Ich will ein sauberes Spiel. Und ich will Möglichkeiten haben zu gewinnen. Oder einfach mit Stil unterzugehen. Und das Krasseste, ich würde sogar dafür zahlen. Calibur, Sie haben noch ein Live-Bild von den Außenkameras. Bei der Laderampe sollten Sie direkt auf das Netzwerk schauen können, ob noch Saft drauf ist. Sleeper, ich brauche nicht bei den Trafos. Gut so. Activision hat seine Entwicklerteams. Uns gehört das Netz. Definitiv unter Strom. Gut gemacht. Vielen Dank. Soldat, du musst die Server vom Stromnetz. Okay, Leute, und jetzt greife ich mal tief in die Trickkiste. Okay, ich habe genau eine Granate. Nein, ich bin eine Granate. Ab dafür. Komm schon. Boom, baby. Das war dann wohl dein Startschuss. Calibur. Der ist erledigt. Blitzschlag bereit. Also das mit dem Pfeifen war mal völlig unnötig, wenn Sleeper wegen dir draufkommt, dass er nicht mit dem Colonel zusammengearbeitet hat. Und weil wir gerade so gemütlich zusammenstehen. Hast du nicht auch das Gefühl, dass dein Helm vielleicht etwas zu eng sitzt? Das ist der beste Teil. Also nimm du den Helikopter. Ich habe den Wingsuit dabei. Du möchtest wissen, was wir morgen machen? Das, was wir immer machen. Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. Na ja, meine Liebe, da bleibt mir nur noch eins zu sagen. Herzlichen Dank für die Unterstützung und du weißt ja, wie es ist. Ein Anruf genügt vollkommen und die Truffen. Ein Anruf genügt vollkommen und der Schläfer ist geweckt. Guten Flug.
sie wollen jetzt meine Ex. Kalibur. Wow, da ist aber jemand sauer. Aber ich glaube eher, die haben es auf mich abgesehen. Die verdammt. Komm du. Zwickt jetzt doch nur ein bisschen. Einsatzgebiet befriedet. Regierungsstreitkräfte tragen den Sieg davon. Die Regierungsstreitkräfte. Klar. Wer sonst? Der BO4 Multiplayer braucht weiterhin seine Community und muss bestehen bleiben. Daher. Vielen Dank. Listen, we want to start where it matters the most, with you, our players. Black Ops has been a nearly 10-year journey, and you have been there every step of the way with us. So I want to thank you all for your support and your trust throughout. Thank you. Erledigt. Hey Soldat, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht der Kleine mit dem quietschähnchen Geräusch zwischen die Beine schießen. Da haben wir gerade eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Brauche Unterstützung. Ja, ist mir schon klar. Hi. Hallo. Wie soll ich das sagen? Ich glaube, das Problem löst sich ganz von alleine. Vielen Dank. Wow. Hey, bei euch läuft Heizung und Klimaanlage gleichzeitig. Das muss ja Schrumpelhoden geben. Ob ich nicht schon längst gesagt, ihr sollt euch endlich in Luft auflösen. Oh. Shit. So wörtlich fand ich das ehrlich gesagt nicht gemeint. Tequila. Ich brauche die genaue Zeit. 5 vor 7, 20 vor 5. Was soll der Scheiß? Ich brauche... Alter, könntest du mal bitte der Hosentücher zumachen? Lass mich mal. Bist deppert? Weißt du, finde ich gut. Spiel du mal mit den anderen. Dann kann ich wenigstens einmal richtig Pause machen. Na, komm hier noch ein bisschen weiter. Ein bisschen noch. Ein bisschen geht's noch. So, jetzt geht's. Oh.